Hallo Leute, hier ist der Leon. Ich wünsche euch alles Gute und Gottes Segen. Ja, Jesus Christus lebt und Jesus Christus hat den Tod besiegt und durch Jesus kann man ewig leben. Halleluja. Er ist uns vorausgegangen zum Vater und Jesus sagt, wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen. Ja, also komm zu Jesus Christus. Er kann dir ewiges Leben schenken. Er ist das Leben. Halleluja. Ich wünsche euch alles Gute und Gottes Segen. Ich bin jetzt wieder mal unterwegs in Rostock heute. Ja, ich habe mir jetzt überlegt, dass ich mit dem 9-Euro-Ticket werde ich durch ganz Deutschland fahren bis Ende August und in allen deutschen Bundesländern predigen. Halleluja. Und in allen Landeshauptstädten und auch in anderen Städten, soweit das möglich sein wird. Ja, und da hat man ja viele Möglichkeiten mit dem 9-Euro-Ticket. Sehr, sehr günstig. Ja. Danke, Herr, für das 9-Euro-Ticket. Halleluja. Sehr günstig, für 27 Euro 3 Monate lang durch Deutschland zu fahren. Ja, da werde ich jetzt durch ganz Deutschland fahren zum Predigen. Und wenn ich dann Ende August fertig sein werde, denke ich, möchte ich nach Jerusalem fliegen, nach Jerusalem, Halleluja. Da werde ich nach Jerusalem fliegen und dann auch da predigen wollen, Halleluja, wenn ich dann da fertig bin. Und wenn ich in Jerusalem war, in Israel, in dem Geburtsland von unserem Herrn Jesus Christus, von Jeschua, wenn ich da war. Und mir, das erste Mal bin ich dann da, ich war noch nie da. Ja, da möchte ich dann auch beten und auch predigen, wenn es möglich sein wird. Ja. Unser Herr Jesus Christus, Jeschua, ist ja der König der Juden. Und er ist nicht nur für sein Volk gekommen, für die Juden, für das auserwählte Volk Gottes, sondern er ist für alle Menschen am Kreuz gestorben, für alle Menschen. Da ist ja der Vorhang, ist ja in zwei gerissen worden, als Jesus am Kreuz verstarb. Da ist ja der Vorhang im Tempel, im Allerheiligsten, ist ja in zwei gerissen. Und das bedeutete, dass jetzt alle Zugang haben zu Gott. Halleluja. Alle haben Zugang zu Gott durch Jesus Christus. Ja. Nimm das bitte in Anspruch, was Gott dir sagt. Und nachdem ich in Jerusalem war, in Israel, möchte ich danach durch ganz Europa reisen und da auch in Hauptstädten in Europa predigen. In allen weiß ich noch nicht, werde ich drüber beten, wird mir der Herr zeigen, aber ich werde in einigen, hoffentlich in vielen Hauptstädten Europas predigen und danach wahrscheinlich in der ganzen Welt gucken. Halleluja. So wie der Herr mir das zeigt. Und Jesus Christus sagt, verkündigt die frohe Botschaft, also das Evangelium, den Menschen. Geht hinaus. Er hat uns ausgesandt, uns Christen, dass wir das Evangelium, die gute Nachricht, weitersagen, verkündigen, ja, zu den Menschen. Und ich verkündige ja schon das Evangelium über YouTube in die ganze Welt zum Beispiel. Da schauen ja Menschen aus vielen Nationen, hören und sehen sich meine Sachen an. Ja, das ist wirklich eine gute Möglichkeit, übers Internet auch die Menschen mit dem Evangelium zu erreichen. Halleluja. Und da gibt es ja sehr viele gute Sender und Videos und Kanäle auf YouTube oder überhaupt im Internet von Christen, die der Herr gebraucht als seine Werkzeuge, durch die Salbung des Heiligen Geistes seine Liebe weiterzugeben, seine Worte, auch das Wort Gottes, die Bibel, weiterzusagen und weiterzugeben an die Menschen. Da gibt es ja viele gute Inhalte im Internet, die man sich da ansehen und anhören kann, um gesegnet zu werden. Ja? Halleluja. Und um Jesus auch besser kennenzulernen. Also ich wünsche euch alles Gute und Gottes Segen. Ich freue mich an Gott und ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Halleluja. Jesus lebt. Und wenn wir ihm vertrauen, dann werden wir die Ewigkeit bei dem Herrn Jesus verbringen und später in den Himmel kommen. Das wünsche ich euch, dass ihr später in den Himmel kommt. Also ich wünsche euch auf jeden Fall alles Gute und Gott segne euch. Ich werde gleich noch ein bisschen predigen in der Innenstadt hier in Rostock. Mal gucken. Also ich wünsche euch alles Gute.
Ciao, tschüss. Gott segne euch alle. Ich wünsche euch Gottes Segen. Halleluja. Jesus Christus lebt und er kann dir das ewige Leben schenken. Jesus hat den Tod am Kreuz besiegt und durch ihn kann man ewig leben. Das möchte ich dir wirklich empfehlen, dass du zu Jesus Christus kommst und dass du ihn als Erlöser annimmst. Dann kann man nämlich ewig leben. Ja? Hier in Rostock ist ja ein bisschen Schmuddelwetter heute, wie man sagt. Ja? Aber Gott ist nicht abhängig vom Wetter. Gott ist nicht abhängig von irgendeinem Menschen. Gott ist allmächtig, Gott ist allwissend und Gott ist allgegenwärtig. Und er möchte in deinem Herzen wohnen. Ja? Und es gibt viele Dinge, die wir uns so im Leben, Inhalte auch in unsere Gedanken kommen, zum Beispiel durch Fernsehen, die uns nicht alle näher zu Gott bringen. Eher das Gegenteil teilweise. Weil Gott ist heilig und er mag das Böse nicht. Weil Gott ist, wie gesagt, heilig und er ist nur gut. Ja? Und er möchte uns nur gute Gaben geben. Halleluja. Also das möchte ich dir empfehlen, zu Jesus zu beten. Halleluja. Ja, ja, ja. Halleluja. Ich weiß, dass mein Erlöser Jesus Christus lebt. Ich habe ihn persönlich kennengelernt. Und du kannst Jesus auch persönlich kennenlernen. Gott liebt dich. So sehr hat Gott diese Welt geliebt, auch euch Menschen in Rostock, dass er seinen einzigen Sohn gegeben hat, damit jeder, der an Jesus glaubt, nicht verloren geht, sondern ewig leben kann. Also so sehr hat er euch geliebt, Leute, hier in Rostock und in ganz Mecklenburg-Vorpommern, dass er seinen einzigen Sohn gegeben hat, Jesus, damit jeder, der an ihn glaubt, niemals verloren geht, sondern ewig leben kann. Ja? Und das ewige Leben können wir uns mit dem Verstand gar nicht vorstellen, wie wir denken, wir wären so klug teilweise. Aber wenn wir Menschen nur so klug wären, würde es keine Krieger zurzeit geben. Dann müssten die Menschen nicht hungern, wenn die Menschen so klug wären. Ja? Aber leider sind wir Menschen teilweise auch egoistisch und korrupt und ungerecht. Durch Worte und durch Taten. Ja? Aber das wird Gott dann alles noch ans Licht bringen und richten, die Sachen. Eines Tages wird er jeden Menschen richten. Weil es steht geschrieben im Hebräerbrief, Kapitel 9, Vers 27, es ist den Menschen gesetzt, einmal zu sterben und danach kommt das Gericht. Aber Gott möchte dich nicht richten und verurteilen, Gott möchte dich erretten, Halleluja, weil er dich liebt. Gott möchte dir vergeben, weil Gott dich liebt. Und das kann man wirklich persönlich erfahren, die Vergebung von Gott, die kann man wirklich persönlich erfahren. Gott ist nur ein Gebet weit entfernt, ein Gebet. Und viele von euch beten ja schon. Instinktiv beten viele. Zum Beispiel, wenn sie im Flugzeug sitzen und das Flugzeug würde abstürzen, fangen viele auf einmal schon an zu beten, oder? Oder wenn du im Lotto gewinnen willst, im Lotto, dann fängst du auch schon an zu beten, oder? Aber wenn du im Lotto spielst und dir nebenbei vielleicht noch eine Schachtel Zigaretten holst und noch ein Bierchen trinkst und sagst, Gott, jetzt gib mir mal eine Million bitte und ich tue auch was Gutes von dem Geld und ich weiß nicht, ob Gott dir dann nur helfen wird, reich zu werden. Ja, wenn wir mit unserem Geld jetzt schon teilweise nicht nur richtig umgehen, ja, und sündigen teilweise. Aber Gott will uns helfen, dass wir mit den Dingen, die er uns anvertraut hat, richtig umgehen und auch nur Gutes tun mit den Dingen. Zum Beispiel auch mit den Finanzen, mit dem Geld, ja. Und da kann man sich dann auch freuen an den Dingen, die Gott einem geschenkt hat. Zum Beispiel an der Kleidung, wenn man sich Kleidung kauft, ja. Aber wenn man nachher süchtig ist, immer wieder neue Klamotten. Ich brauche immer wieder neue Jeans, ich brauche immer wieder neue Pullover, ich brauche immer die neuesten Klamotten. Dann ist es natürlich nicht so ganz normal. Ne? Aber ich habe mir jetzt nach 2 Jahren, glaube ich, eine neue Jeanshose gekauft. Ja, da ist sie. Nach 2 Jahren habe ich mir eine neue Jeans gekauft und freue mich dran, sehr günstig sogar im Angebot. Ja? Und Gott möchte uns mit den Dingen auch segnen, die er uns anvertraut, auch mit Kleidung, mit Essen. Und das möchte ich euch empfehlen, dass ihr dem Herrn dafür dankt für die Sachen. Das tut richtig gut, Gott zu danken. Weil irgendwo kommen die Sachen ja her. Das ist nicht alles ein Zufall, Leute. Das ist nicht alles ein Zufall, was wir auf diesem wunderbaren Planeten Erde leben.
Das ist Gottes Schöpfung, ja. Und das hat Gott gemacht. Ich lese gerade das erste Mosebuch. Ich lese gerade das erste Kapitel im Mosebuch, habe ich auch gerade gelesen, wie Gott die Erde geschaffen hat, wie Gott die Menschen geschaffen hat. Und da steht, dass er uns den Lebensodem eingepustet hat durch die Nase, den Atem, und den Menschen aus Erde, aus Staub gemacht hat. Und wir haben alle Elemente in unserem Körper, haben wir in unserem Körper von der Erde. Wir haben alle Elemente von der Erde, haben Wissenschaftler herausgefunden, in unserem Körper drin. Also es stimmt, was in der Bibel steht, ja. Und Gott hat uns wirklich geschaffen. Und am siebten Tag hat er dann geruht von seinen Werken, ja. Am siebten Tag musste Gott sich dann ausruhen, wo er das alles geschaffen hat. Ja, wenn ich sowas Wunderbares, die Sterne, den Himmel, die Erde, die Tiere, die Menschen schaffen würde, müsste ich mich danach auch ausruhen wahrscheinlich. Also sogar Gott musste sich entspannen, danach steht er, ja. Und Gott ist einfach wunderbar, er ist allmächtig. Er hat uns geschaffen, ja. Das musst du mir natürlich nicht glauben, aber ich habe das persönlich so erlebt, dass das stimmt mit Gott und mit dem Herrn Jesus Christus. Ich habe das persönlich so erlebt. Mir hat er das so offenbart, vor 18 Jahren im Sommer. Davor habe ich auch nicht an Gott geglaubt, aber dann, danach habe ich an Gott geglaubt, nachdem ich einen Engel gesehen habe und andere Erlebnisse hatte. Danach habe ich an Gott geglaubt. Und gestern habe ich einen Mann kennengelernt, unterwegs, der hat mich nach Geld gefragt. Und ich habe erst überlegt, ob ich ihm was geben soll, aber habe ich ihn in die Augen geschaut und habe gesehen, dass er wirklich Hilfe braucht. Ja, ich habe ihm dann was zu essen geholt, mit ihm gesprochen. Und er hat auch an Gott geglaubt, an Jesus. Ich konnte auch noch mit ihm beten. Ich habe dann auch noch zusammen mit ihm gebetet. Und er hat sich total gefreut. Ja. Und das war einfach eine Begegnung, da habe ich gemerkt, das war kein Zufall. Gott wollte, dass ich diesem Mann helfe und dass ich mit ihm rede und bete und ihm auch finanziell unterstütze, ja. Und das tut einfach gut, wenn man den Menschen helfen kann, ja. Das mache ich regelmäßig, ihr ja wahrscheinlich auch, ja. Da steht sogar in der Bibel, sagt Jesus Christus sogar, wenn dich jemand nachts an deine Tür klopft, dein Freund, und dich um ein Brot bittet, und du schläfst schon auf deine Kinder, sagt Jesus im Neuen Testament. Wenn dein Freund dann gegen die Tür klopft und dich nachts aus dem Bett reißt, ja, und sagt, ich brauche unbedingt was zu futtern, hast du ein bisschen Brot da, ich habe hier Besuch bekommen und ich brauche was zu essen, dann wirst du ihm doch das Brot oder die Sache wenigstens geben, weil er so hartnäckig ist und weil er dich aus dem Bett geklopft hat. Dann wirst du ihm das doch deshalb wenigstens geben, damit er dich in Ruhe lässt und damit er natürlich auch was hat, ja. Und Gott möchte uns auch viele gute Gaben geben. Und alles, was wir haben, Leute, kommt von Gott. Alles, was du hier siehst, gehört meinem Vater, das gehört Gott. Die Erde ist des Herrn und was sie erfüllt. Das gehört alles dem Herrn, was du hier siehst. Ohne Gott hätten wir gar nichts. Und eines Tages werden wir vor Gott stehen und dann möchte er, dass wir uns für unser Leben Rechenschaft ablegen. Aber Gott möchte dich, wie gesagt, nicht verurteilen und sagen, da habe ich nur drauf gewartet, dass ich dich jetzt hier richten kann. So ist Gott nicht. Gott ist die Liebe. Gott möchte uns helfen und uns vergeben, sodass wir später in den Himmel kommen können, ja, und nicht in die Hölle. Weil Gott möchte nicht, dass du dahin gehst, weil Gott dich liebt, ja. Und das ist einfach mit Gott, das ist einfach wunderbar, die Liebe von Gott. Die kann er dir schenken. Und die anderen Dinge werden uns nicht wirklich glücklich machen und mit Liebe erfüllen. Da kannst du alles ausprobieren, Sex, Drogen, Party, Geld, Karriere, kannst du alles ausprobieren, aber das wird dich nicht wirklich glücklich machen. Nur die Liebe Gottes macht dich wirklich glücklich. Und viele Menschen wurden ja auch selber schon verletzt in der Kindheit. In der Kindheit wurden misshandelt, wurden missbraucht, haben andere schlimme Sachen erlebt. Aber Gott kann das Herz heilen. Gott möchte unser Herz heilen, dass wir nicht von einer Beziehung zur nächsten Beziehung hüpfen, ja, so nach dem Motto, Schatz, ich liebe dich bis in alle Ewigkeit und nach 3 Monaten ist wieder Schluss die Beziehung und dann hat man wieder eine andere, ja. Also das ist nicht wirkliche Liebe, das kann ich euch sagen. Und die Bibel bezeichnet auch jeden Sex außerhalb der Ehe mit sich selbst oder mit anderen, bezeichnet die Bibel als Porneia, im Griechischen Porneia, das ist Hurerei, das ist Unzucht. Also vor Gott ist das Hurerei oder Unzucht, wenn man außerhalb der Ehe verkehrt mit anderen Menschen.
Und das ist nicht nur das Gebot, da kann man ja auch sagen, ich bin ja nicht verheiratet, ich kann machen, was ich will, ja? Ich mache hier rum und mache Party. Nein, es geht nicht nur darum, ob du verheiratet bist, sondern das Gebot der Ehe, dass Gott möchte, dass du in der Ehe zum Beispiel die Sexualität auslebst und nicht außerhalb rumhüpfst und machst, was du willst. Weil das macht uns nicht glücklich, Leute. Das kann ich dir garantieren. Aber was uns wirklich glücklich machen wird, ist auf Gott zu hören und auf seine Gebote zu achten. Aber es ist freiwillig. Du musst es nicht, du kannst. Also wenn man jemanden liebt, ist das ja auch freiwillig. Ja, angenommen, du verliebst dich in eine Frau und die will nicht, da kannst du probieren, was du willst. Kannst dir Pralinen kaufen, kannst dir Blumen kaufen, kannst du alles machen. Aber wenn die nicht möchte, will sie nicht. Und dann sollte man auch nicht versuchen, denjenigen zu überstimmen und zu überreden. Weil das ist dann auch eine Form von Manipulation. Also angenommen, der Herr verliebt sich in eine Frau und die will nicht, dann ist das ja auch nicht möglich von beiden Seiten, ja. Und so ist es auch mit der Liebe, die ist freiwillig. Die Liebe fällt ja auch dahin, wo sie hinfällt, heißt es ja auch. Das kann man ja teilweise sowieso nicht erzwingen. Und Gott möchte auch, dass wir ihn lieben aus freiem Herzen. Aber aus eigener Kraft kriegen wir das nicht hin. Wir brauchen seinen Geist, wir brauchen seine Hilfe dazu und seine Gnade. Wenn man jetzt sagt, ja, ich liebe meinen Nächsten wie mich selbst und Gott, ich liebe dich. Ja, vielleicht sitzt dann jemand im Zug neben dir und ist vielleicht nicht so ein netter, angenehmer Mitmensch als Nachbar, als Sitznachbar. Und vielleicht wirst du dann vielleicht zornig oder man streitet sich. Das möchte der Teufel nämlich, ein zu Kurzschlusshandlungen verführen, dass man Kurzschlusshandlungen tut und aus dem Affekt heraus handelt, dass man sich ärgert, dass man zornig ist, dass man Menschen beleidigt. Das möchte der Teufel alles, weil er weiß, dass er dir deine eigene Seele dadurch schaden kann. Weil Gott hört das alles und sieht das alles, was wir tun und sagen. Und er möchte uns zu so Sachen verführen, dass wir Schlechtes tun oder sagen, ja. Aber wenn eine Stimme sagt, mach's nicht oder beruhig dich, dann ist das was Gutes, ja, wenn man auf das Gute hört. Und Gott möchte auch, dass wir auf ihn hören, weil von ihm kommen nur gute Gaben, ja. Und aus eigener Kraft, wie gesagt, können wir nicht unseren Nächsten lieben wie uns selbst. Wenn wir uns denn teilweise selber auch genug lieben überhaupt, ja. Aus eigener Kraft schaffen wir das nicht. Wir brauchen Gottes Hilfe und wir brauchen Gottes Liebe. Seine Hilfe, die Verbindung. So als ob du online bist. So als ob du den Computer anmachst oder dein Smartphone und dein Smartphone zeigt dir an 4G. Du bist verbunden mit dem Online. So möchte Gott dir die Verbindung schenken, dass wir online sind mit ihm. Und das ist kostenlos. Halleluja! Gottes Liebe ist kostenlos. Halleluja! Das kannst du gerne umsonst ausprobieren und Jesus persönlich kennenlernen, ja? Komm bitte zu Jesus Christus. Jesus sagt, wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen oder abweisen. Aber es gibt auch viele Leute, die wollen nicht zu Gott kommen. Die sagen, lass mich in Ruhe oder sind gleichgültig oder lügen dann auch oder werden sogar beleidigend, das habe ich auch schon alles erlebt. Oder sagen, ich mache das später, später bete ich vielleicht mal zu Gott, wenn kurz vor meinem Tod vielleicht. Aber vielleicht hast du dann keine Gelegenheit mehr, um Vergebung zu bitten. Vielleicht sitzt man im Auto und hat einen Unfall und kann nicht mehr um Vergebung bitten rechtzeitig, ja. Aber Gott liebt dich, er will natürlich, dass du keinen Unfall hast, ja. Und Gott will dich bewahren und beschützen durch seine Schutzengel und das hat er auch schon getan. Gott beschützt uns durch seine Schutzengel. Und er möchte dir ewiges Leben schenken, ja. Das kann ich dir empfehlen, dass du dem Herrn Jesus Christus vertraust. Er möchte in deinem Herzen wohnen. Auch wenn das Wetter nicht gerade nur optimal ist, es regnet, ja. Schmuddelwetter, sagen sie im Norden, regnet gerade ein bisschen, aber ich habe hier ein bisschen Dach über mir, ja. Und ich habe ja auch einige Jahre in Norddeutschland gewohnt, ja. Ich habe über 13 Jahre in Kiel gewohnt. Deshalb mag ich euren Dialekt ja so. Ich bin eigentlich aus Berlin, eigentlich bin ich Berliner, wa? Was soll denn das da? Ich bin in Berlin geboren, aber wie gesagt, ich habe so lange in Kiel gewohnt, dass da so viel abgefärbt ist und ist auch nicht wild.
Also ich mag diese Stadt, ich mag Rostock, auch euren Dialekt und ich mag euch. Und ich denke, ich werde vielleicht öfter herkommen, mal gucken. Halleluja. Und es gibt, wie gesagt, in diesem Land viele, viele Städte und auch viele Menschen. Und Gott möchte alle Menschen erreichen. Wer dich davon abhalten will, Gott zu erkennen, das ist der Teufel. Er ist der Vater der Lügen. Er wird immer lügen. Und wir Menschen, viele von uns, lügen auch, wenn es zum Thema Gott kommt zum Beispiel. Ich habe jetzt bei der Arbeit, erzähle ich ja manchmal einen Satz, aber so privat mehr, wenn ich mit Menschen rede. Man redet ja bei der Arbeit miteinander, klar. Sonst wäre es ja ganz langweilig, wenn man überhaupt nichts sagen würde, ne? Und da höre ich dann auch Sprüche teilweise, ja, es gibt keinen Gott und lass mich in Ruhe und ach, und obwohl ich nur einen Satz zum Beispiel, ja, also da probiere ich dann, gucke ich manchmal, wie die Leute auf die offen sind oder nicht, aber meistens lasse ich die mit dem Thema auch in Ruhe und wir reden auch über andere Sachen, aber ich höre da Sachen von meinen Arbeitskollegen und von anderen Menschen, das sagen die mir ganz überzeugt, es gibt keinen Gott angeblich und ach, und die Bibel ist angeblich alles falsch übersetzt und das war nur von Menschen geschrieben. Aber ich sag dir, es gibt einen Gott, aber er ist heilig und er lässt sich nicht einfach nur so erkennen, wie man will. Ja? Gott könnte jetzt auch hier in der Einkaufsstraße einen großen Lautsprecher runterschicken, einen ganz großen Lautsprecher könnte Gott auch hier hinstellen und zu dir sprechen. Aber Gott redet auch durch Menschen, durch seine Diener, durch den Heiligen Geist. Hier ist ja auch ein Lautsprecher, siehst du? Ja. Und selbst wenn hier so ein Wunder geschehen würde, dass hier vorne so ein großer Lautsprecher stehen würde, wo Gott zu uns reden würde, selbst wenn so ein Wunder geschehen würde, dann würden die Leute wahrscheinlich noch eher an Aliens glauben oder an andere Sachen, ja? Und Halleluja, was? Ich gehöre zu Jesus Christus, an die Bibel glaube ich zuerst. Ja. Ich bin mehr evangelisch dann, ja. Aber ich wünsche Ihnen Gottes Segen, ja, und alles Gute. Und das Wichtigste ist zuerst die Bibel, das Wort Gottes und der Herr Jesus Christus, ja. Ich wünsche Ihnen Gottes Segen und alles Gute. Bitte, Herr, segne diese Frau Gott und schenk Gott, dass sie errettet wird und dich kennenlernt, Jesus. Amen. Und ja, also das möchte ich euch empfehlen, dem Herrn zu vertrauen. Du kannst eine der wichtigsten Persönlichkeiten, wenn nicht sogar die wichtigste Persönlichkeit, die jemand auf dieser Erde gelebt hat, kannst du persönlich kennenlernen. Du kannst Jesus Christus persönlich kennenlernen. Er lebt. Er ist auferstanden von den Toten und er möchte dir ewiges Leben schenken. Und wir schreiben ja sogar das Jahr 2022 nach Christus. Interessant, dass wir sogar unsere Jahre, dass wir das sogar nach Christus bezeichnen, wann er gekommen ist, dass eine neue Zeitrechnung angefangen hat, ja. Und das ist ein ganz wichtiges Ereignis, dass Jesus in diese Welt gekommen ist. Und ich kann dir empfehlen, dass du umkehrst von deinen Sünden und dass du Buße tust und zu Jesus betest, weil Jesus ist der Herr aller Herren und der König aller Könige. Es gibt keinen Propheten, keinen Herrscher und niemand, der größer ist als Jesus Christus, außer sein Vater, dem er die Ehre geben wird, ja. Aber der Vater im Himmel hat seinen Sohn Jesus Christus alle Vollmacht und Autorität übergeben. Jesus Christus sagt, mir ist gegeben alle Vollmacht und Autorität, ja. Und Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden niemals vergehen, sagt Jesus, ja. Also er hat alle Autorität von Gott bekommen. Ja, Autorität übersetzt bedeutet auch, anstelle von jemandem zu handeln, dass man anstelle von jemandem handeln darf. Jesus in dem Falle für den Vater im Himmel oder ich habe zum Beispiel Autorität im Namen von Jesus zu beten, auch für Kranke zum Beispiel. Das hat Gott mir auch anvertraut, dem gläubigen Christen, dass wir das gut tun können, für Menschen zu beten zum Beispiel. Ja. Also das möchte ich dir auf jeden Fall empfehlen, wenn du manchmal betest, probier das nochmal aus mit Jesus und sag mal, Jesus, komm in mein Herz und vergib mir alle Sünden. Probier das aus mit Jesus. Und wenn dir einzelne Dinge einfallen, die du getan hast, wir haben ja alle hier wahrscheinlich schon gesündigt, die meisten, ja. Wenn dir einzelne Dinge einfallen, kann man das auch vor Gott bringen, dass man sagt zum Beispiel, vergib mir Gott, wenn ich gelogen habe, ja. Wenn ich zu spät zur Schule gekommen bin und da noch gelogen habe. Wenn einem so Sachen einfallen, kann man auch um Vergebung bitten, spezifisch für Dinge vor Gott das bringen.
Ja, das tut auch gut. Ich habe zum Beispiel bestimmte Sünden, die ich getan habe, wenn mir noch einzelne Sachen eingefallen sind aus meiner Vergangenheit, auch schon Jahrzehnte her, die habe ich jetzt Gott um Vergebung, teilweise einzeln um Vergebung gebeten, spezifisch. Und ich habe wirklich gemerkt, wie da wirklich Lasten von meinen Schultern ging im Geist, wie da wirklich ich mich befreiter fühlte, wie ich Vergebung erlebt habe von Gott. Ich habe das wirklich erlebt, wo ich Gott um Vergebung gebeten habe für meine Sünden, auch für einzelne Sünden, die ich getan habe, die mir eingefallen sind oder die er mir gezeigt hat. Das tut richtig gut, wenn man Gott um Vergebung bittet für die Sünden. Da kann man richtig frei werden, auch im Herzen. Und auch wenn man die Menschen vergibt, die einen verletzt haben zum Beispiel, ja. Da kann man auch den Menschen vergeben, ja. Zum Beispiel dem Vater, wenn er einen geschlagen hat, kann man auch dem Vater zum Beispiel vergeben und sagen, ich vergebe jetzt meinen Vater und ich will meine Eltern ehren, so wie es in der Bibel steht. Ist nicht immer leicht, die Eltern zu ehren, ich weiß, aber man soll sie ehren und respektieren. Auch wenn da irgendwas war, kann man ihnen vergeben und man soll auch selbst um Vergebung bitten. Man soll auch selbst um Vergebung bitten und dann wird man frei, Halleluja, frei durch den Heiligen Geist. Und Gott möchte uns auch dabei helfen, dass wir frei bleiben. Halleluja. Dass wir die Türen geschlossen halten dann für weitere Sünden und für den Teufel. Dass wir dann einfach die Sachen aus unserem Leben kicken, um Vergebung bitten natürlich vorher, dass die Türen geschlossen werden. Und dann, wenn man das dann nicht mehr macht, diese Sachen, kann das auch nicht mehr zurückkommen ins Leben von einem. Ja. Wenn man dann auch diesen Raum füllt mit dem Heiligen Geist, mit guten göttlichen Dingen, ja. Ach, und das ist einfach gut. Und Gott möchte uns erfüllen mit seinem Heiligen Geist und in unserem Herzen wohnen, weil Gott dich liebt. Halleluja. Weil Gott dich liebt. Halleluja. Möchte er dir den Heiligen Geist schenken. Halleluja. Weil Gott dich liebt, will er dir den Heiligen Geist schenken. Ja. Und das ist einfach wunderbar, die Liebe Gottes. Das habe ich selber so erlebt. Also ich kann euch auf jeden Fall empfehlen, betet zu Jesus Christus und kommt zu Jesus. Ja. Und ich fahre zurzeit durch Deutschland mit dem 9-Euro-Ticket. Also ich bin jetzt nicht mit dem Pilgerstopp unterwegs und gehe jetzt jeden Tag durch Deutschland und schlafe hier auf dem Feld oder sowas, das mache ich nicht. Ich habe ja noch eine Arbeit, die ich tue, in der Woche arbeite ich ja noch. Aber wenn ich dann länger unterwegs bin, dann buche ich mir ein Hotel zum Beispiel für eine Nacht oder für zwei Nächte. Heute mache ich eine Tagestour. Von Berlin komme ich, aus Berlin, hier nach Rostock. Ja, mit dem 9-Euro-Ticket kann man ja viel rumfahren und ganz Deutschland kennenlernen, ja. Und du kannst auch Jesus Christus kennenlernen. Und das kostet dich keinen Euro. Komm bitte heute zu Jesus Christus. Gott ist nur ein Gebet weit entfernt. Gott liebt dich. Komm zu Jesus. Er möchte dein Herz heilen, weil er dich liebt. Gott hat viele Menschen geheilt. Jesus hat viele Wunder getan. Sehr viele Wunder. Das steht sogar in der Bibel im Neuen Testament. Wenn man die ganzen Wunder, die Jesus getan hat, wenn man das alles noch aufschreiben würde, könnten die Bücher das gar nicht fassen. Der Welt, glaube ich, sogar steht da. Also er hat noch ganz viel, noch andere Wunder getan, noch viele andere als das, was da geschrieben steht. Und das waren schon heftige Sachen, was Jesus da vollbracht hat für Wunder durch den Vater im Himmel. Er ist übers Wasser gelaufen, er hat Tote auferweckt, er hat Blinden das Augendicht geschenkt, er hat Tauben das Gehör geschenkt, er hat Stumme wieder zum Reden gebracht, ja. Also Jesus kann das tun, weil Gott, der uns geschaffen hat, der kann uns natürlich auch wieder reparieren, unseren Körper, ja, und uns Wiederherstellung schenken. Und Gott liebt dich, er möchte dir Wiederherstellung schenken und in deinem Herzen wohnen. Also ich freue mich, Halleluja, ich freue mich total über Gott und ich möchte mich sogar noch mehr am Herrn freuen. Da steht geschrieben im Buch Nehemia, die Freude am Herrn ist meine Stärke. Eine andere Übersetzung sagt, die Freude am Herrn ist mein Schutz. Davor steht noch Nehemia Kapitel 8, Vers 10, darum seid nicht bekümmert, denn die Freude am Herrn ist eure Stärke. Ja? Also, wenn du da irgendwelche Schwierigkeiten hast, oder traurig bist, oder Schulden hast,
oder andere Sachen vielleicht erlebt hast, die dich beschäftigen. Da kann Gott dich rausholen. Da kann Jesus Christus dir helfen und dich rausholen aus allem, was nicht gut ist. Ja? Und wenn ich von Menschen höre, zum Beispiel auch von Christen, ich bin so alleine. Ja, da habe ich gesagt, du bist nicht alleine, du hast Jesus. Wenn Jesus Christus in deinem Herzen wohnt, bist du nicht mehr alleine. Jesus wird dich niemals verlassen. Jesus Christus ist der gleiche, gestern, heute und in Ewigkeit. Halleluja. Und Jesus möchte dein Freund sein, sagt er mir gerade. Jesus möchte dein Freund sein und in deinem Herzen wohnen. Ja. Und das ist einfach wunderbar mit dem Herrn. Wenn er im Herzen wohnt, das ist einfach unbezahlbar und sehr kostbar, den Herrn im Herzen wohnen zu haben, Gott, und seine Liebe, den Heiligen Geist auch im Herzen wohnen zu haben. Das kann ich euch empfehlen, dass ihr das mal ausprobiert mit Jesus Christus. Ja, mit dem Regen geht so, ne? Regnet ein bisschen, naja, was soll's. Ihr seid ja gut ausgestattet mit den Regenschirmen, sehe ich gerade. Ja. Und Gott möchte uns mit seinem Heiligen Geist ausstatten. Halleluja. Und dir den Heiligen Geist schenken. Und ich bitte euch an Jesu Christi statt, lasst euch versöhnen mit Gott. Darum bitte ich euch. Komm zu Jesus. Lasst dich versöhnen mit Gott. Gott will dir nichts Schlechtes. Gott will dir nur Gutes. Ja. Das Schlechte, das kommt vom Teufel. Und auch von Menschen teilweise. Ja. Das hat man ja schon im Gewissen. Man merkt ja schon im Gewissen, oh, das war gerade nicht gut, was ich gesagt habe. Ja, wenn man zum Beispiel lügt oder jemanden beleidigt, dann weiß man ja eigentlich schon, oh, das war gerade nicht okay. Also Gott hat uns ein Gewissen geschenkt. Und auch wenn es teilweise schon abgestumpft ist, das Gewissen wahrscheinlich, durch die ganzen Gewaltfilme, Horrorfilme und weiß ich was da alles im Fernsehen, was wir uns da schon alles reingezogen haben, kann Gott trotzdem zu einem sprechen und auch das Gewissen und auch die Gefühle erneuern und heilen. Ja? Dass er, wenn man da vielleicht das Herz verhärtet hat, ja, vielleicht auch als Selbstschutz teilweise, das kann Gott heilen, dir ein fleischernes, liebendes Herz schenken. Da bin ich auch noch im Prozess mit dem Herrn, ja. Ja. Und Gott ist gut. Komm bitte zu Jesus. Das kostet nichts. Das ist einfach. Man kann auch nicht die Liebe Gottes bezahlen. Das ganze Geld dieser Welt würde nicht reichen, um die Liebe von Gott zu bezahlen. Gott gehört sogar alles. Die Erde ist des Herrn und was sie erfüllt. Also was ihr hier seht, gehört alles Gott. Ihr gehört auch Gott. Ja. Eines Tages wird er einen dann richten. Und es steht auch geschrieben, eifersüchtig wacht er über den Geist, den er in uns gegeben hat. Also er kann sogar eifersüchtig werden, Gott. Er möchte den Geist, den er in uns gegeben hat, das kann doppelt gedeutet werden. Den Geist, den er in uns gegeben hat, also den Lebensgeist, unseren Geist, unsere Seele, dass er darüber wacht. Und dass er auch den Heiligen Geist, den er an uns Christen gibt, wenn wir wiedergeboren werden, dass er auch darüber wacht. Ja? Und dass wir damit auch gut umgehen sollen. Da steht zum Beispiel auch geschrieben, dass man den Heiligen Geist zum Beispiel auch betrüben kann. Betrüben. Ja? Das habe ich zum Beispiel erlebt bei manchen Filmen. Wenn ich manchmal Fernsehen gucke, da gibt es Filme, da hat mir Gott schon gesagt, schalt weg. Und ich habe gemerkt, oh, da ist nichts für mich, da habe ich weggeschaltet. Ja. Und Gott möchte uns zu uns reden. Ja, das kann er auch durch Filme. Es gibt auch gute christliche Filme zum Beispiel. Auf Bibel-TV oder so. Gibt es auch gute christliche Sachen, klar. Gott kann auf vielerlei Weise zu einem reden. Und man merkt das dann schon, wenn der Herr zu einem spricht. Und ich bin auch hier, weil ich das einfach auf dem Herzen hatte, heute hier zu predigen. Ja. Also ich bin sozusagen auch ein Botschafter an Christi Stadt. Und es steht geschrieben im Römerbrief Kapitel 10, ich glaube Vers 15, wie lieblich sind die Füße derer, die frohe Botschaft, die das Evangelium des Friedens verkündigen. Wie lieblich sind die Füße derer, die
das Evangelium verkündigen. Ja? Und an den Füßen bin ich beschult mit der Bereitschaft zur Verkündigung des Evangeliums des Friedens. Halleluja. Also Gott liebt euch und er möchte uns Frieden schenken. Jesus Christus sagt, meinen Frieden gebe ich euch, nicht wie diese Welt euch gibt. Also in dieser Welt werden wir nicht wirklichen Frieden finden. Man muss ja nur mal gucken, was da passiert in der Welt, zum Beispiel in der Ukraine. Es ist schlimm, was da passiert. Und das wird Gott auch noch richten. Auch die Soldaten, auch die Menschen, die andere Menschen umbringen. Das wird Gott noch richten. Weil das gefällt Gott natürlich überhaupt nicht, wenn wir seinen Geschöpfen Schaden zufügen. Ja? Weil Gott hat uns geschaffen und Gott möchte, dass wir uns lieben. Ja? Aber wie gesagt, aus eigener Kraft schaffen wir das, wie gesagt, nicht. Wir brauchen Gottes Hilfe und seine Gnade und seine Verbindung, um den Nächsten zu lieben, auch ihn zu lieben. Und auch um sich selbst vielleicht noch mehr zu lieben. Da brauchen wir Gottes Hilfe zu, ja. Aber ich kann dir sagen, hier in Rostock, in der Innenstadt heute, du bist wunderbar gemacht von Gott. Du bist einzigartig, du bist ein Wunschkind. Gott hat uns schon immer geplant. Gott hat uns schon immer vorher im Voraus geplant. Er hat uns geschaffen. Das ist kein Zufall, dass du und dass auch ich auf dieser Erde leben. Das hat Gott alles schon im Voraus geplant. Das steht in den Psalmen, ich glaube Psalm 139. Ich habe dich schon im Mutterleib geschaffen. Ja. Und die Tage des Lebens waren schon in einem Buch aufgeschrieben. Steht da. Ja, so ähnlich. Also er hat alles schon im Voraus vorbereitet, der Herr. Und das, was wir sehen, was wir auch erleben, das ist bei Gott, ist das sozusagen schon passiert. Ja, also er hat das alles im Voraus schon gemacht. Und es steht auch in der Bibel geschrieben, vor Gott ist ein Tag wie 1000 Jahre und 1000 Jahre wie ein Tag. Also wenn du denkst, 70, 80 Jahre ist ein langes Leben. Ich wünsche dir, dass du lange lebst natürlich. Das wünsche ich dir, dass du ein langes Leben hast. Aber selbst wenn man 100 Jahre lebt, das ist vor Gott keine große, keine lange Zeit. Vor Gott sind 1000 Jahre wie ein Tag. Also für Gott ist das alles keine lange Zeit. Und die Dinge, die du jetzt erlebst, die hat Gott, wie gesagt, im Voraus schon vorherbestimmt und auch geschaffen. Und man kann das aber nicht alles verstehen über den Verstand, über die Gedanken. Gott möchte dir den Heiligen Geist schenken, Halleluja, dass du wiedergeboren wirst. Komm zu Jesus Christus, er liebt dich, Halleluja. Und ich hoffe, dass das Wetter hier gleich noch ein bisschen aufklart. Da hinten kommt schon, glaube ich, ein bisschen, geht der Regen weg, weil dann kann ich noch ein bisschen in der Innenstadt, durch die Innenstadt laufen und predigen. Ja, ich bin jetzt noch zur Zeit unterm Dach, zum Glück. Aber ich möchte am liebsten gleich noch ein bisschen durch die Innenstadt laufen. Halleluja. Und predigen. Ja. Ja. Ist einfach wunderbar mit Gott. Halleluja. Und ich habe vorhin einen Mann gesehen, der hatte ein T-Shirt an. Und auf dem T-Shirt stand, I am the Captain. Also ich bin der Kapitän. Das stand auf dem T-Shirt von dem Mann gerade. Und Jesus Christus möchte aber eigentlich dein Kapitän sein und dein Pilot. Ja. Wir denken ja immer, ich bin mein eigener Herr oder in dem Fall, ich bin der Kapitän, ja, stand auf dem Shirt. Ich weiß nicht, ob wir das alles nur so selbst steuern können und steuern, wie wir das denken, die Sachen. Es gibt nämlich auch geistliche Mächte, die uns steuern teilweise. Und das sind nicht nur gute Mächte. Ja. Wenn man zum Beispiel Sünden tut und sich falsche Sachen im Internet oder im Fernsehen anguckt, dann gehen die Geister über die Augen über und kommen in die Seele rein und nehmen auch Seelenteile weg zum Beispiel. Es gibt Filme, die sind sehr dämonisch und die sollte man sich lieber nicht angucken. Es gibt Filme, die tun der Seele gar nicht gut. Also das habe ich, wie gesagt, selbst schon gemerkt, wenn ich Fernsehen geguckt habe, teilweise, wo Gott mir gesagt hat, schalt weg. Ja. Aber da kann man zum Beispiel auf Bibel TV gucken, wie gesagt.
Das ist auch gut, da gibt es auch gute Sachen. Und im Internet gibt es ja auch sehr viele gute christliche Inhalte. Aber es gibt auch andere gute Filme und Sachen, die natürlich auch so eine Message, eine Botschaft transportieren und gute gut sind. Da gibt es alle möglichen guten Sachen in dieser Welt. Ja. Und Gott möchte uns auch, wie gesagt, viele gute Sachen noch schenken in unserem Leben. Dass man sich am Leben freuen kann. Das ist nämlich das Schöne, wenn man sich am Leben freut. Ja? Die Freude im Leben, die Lebensfreude ist auch ein Geschenk von Gott. Das ist ja ein Zeichen dafür, dass man lebt, wenn man lacht, wenn man Sport macht, wenn man sich wohlfühlt, wenn man gute Gespräche vielleicht hat mit anderen. Das alles schenkt einem Gott alles. Die guten Sachen im Leben. Ja? Und wie gesagt, wir haben nur ein Leben, Leute. Und Gott hat uns dieses Leben geschenkt. Das musst du mir natürlich nicht glauben, das ist freiwillig, aber es gibt auch übernatürliche Sachen, die wir nicht verstehen können, über den Verstand teilweise. Aber Gott möchte dir Verständnis schenken, ja, weil Gott dich liebt, Gott liebt dich total. Also ich wünsche euch auf jeden Fall alles Gute, bitte probiert das aus mit Jesus. Er lebt, Halleluja. Jesus Christus sagt, ich bin der Weg und ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben und niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Halleluja. Bitte probiert das aus mit dem Herrn Jesus. Er liebt dich. So sehr hat Gott diese Welt geliebt, auch euch Menschen hier in Rostock, dass er seinen einzigen Sohn gesandt hat, damit jeder, der an Jesus Christus glaubt, nicht verloren geht, sondern ewig leben kann. Gott möchte dir ewiges Leben schenken, sodass du später bei ihm die Ewigkeit verbringst im Himmel. Das ist einfach wunderbar. Die Gegenwart Gottes und auch seine Liebe. Bitte, probier das aus mit dem Herrn Jesus Christus. Es ist kostenlos. Dazu möchte ich euch ermutigen, dem Herrn Jesus Christus zu vertrauen. Halleluja. Komm zu Jesus Christus. Jeder, der den Namen des Herrn Jesus Christus anruft, wird errettet werden. Jeder. Du kannst so zu Gott kommen, wie du bist. Er liebt dich, weil er möchte dir vergeben. Gott ist die Liebe. Bitte komm zu Jesus und bekenn ihm deine Sünden. Er liebt dich. Halleluja. Und jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird errettet werden. Auch hier in Rostock. Wenn du mit deinem Mund Jesus als Herrn bekennst und in deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn von den Toten auferweckt hat, wirst du gerettet werden. Aber man soll das dann auch tun. Du musst nicht, aber man kann und soll. Wenn du mit deinem Mund sagst, Jesus, du bist mein Herr, dann wirst du errettet werden. Ja? Und bitte probier das aus. Ich spüre das gerade im Herzen, dass Gott dir das sagen will, weil Gott dich liebt. Ja? Und leider regnet es etwas, Leute, aber das ist nicht so wild. Da freuen sich die Pflanzen, da freuen sich die Bäume, wenn sie genug Wasser kriegen, ja? Wo es ja teilweise so trocken ist. Ja. Also Gott liebt dich und er möchte, dass du sein Kind bist. Wie gesagt, wenn du mit deinem Mund Jesus als Herrn bekennst und in deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn erweckt hat von den Toten, wirst du gerettet werden. Das wünsche ich dir, dass du später in den Himmel kommst. Gott liebt dich. Probier das aus. Jesus Christus ist Gott und er sitzt auf seinem Thron und er wird jeden Menschen richten. Lass dich vom Teufel nicht anlügen. Der ist der Vater der Lügen. Ich weiß, jetzt habt ihr noch euren Spaß teilweise, aber wenn wir vor Gott stehen, vor einem ganz großen, meterhohen, großen Thron, eines Tages werde ich als Mensch vor einem meterhohen, großen Thron stehen. Und dann wird Gott mich richten und ich bin da so ein kleiner Mensch, der, oh, aber Gott will dich nicht verurteilen oder Gott will dich nicht in die Verdammnis schicken. Gott liebt dich, Gott möchte dir vergeben, Gott liebt dich total, er will dir heute alles vergeben und er kann dir alles vergeben, weil Gott ist die Liebe, ja. Aber Gott ist, wie gesagt, ein gerechter Richter, er hat gar keine Sünden und er hat nichts Schlechtes. Und wenn ich dann als Mensch mit Sünde vor ihm stehe und sage, ach komm, da ist nicht so wild, und dann sagt Gott, na, da hat Gott da vielleicht noch eine andere Meinung zu den Sachen, als das, was wir
teilweise für eine Meinung haben zu den Dingen. Weil Gott wird einen entsprechend seines Wortes richten. Gott wird mich eines Tages auch dich entsprechend seines Wortes der Bibel richten. Ja? Und die 10 Gebote sind zum Beispiel auch noch aktuell. Ja? Sollst nicht klauen, sollst nicht stehlen, sollst nicht lügen, was auch immer. Aber Gott liebt dich, er will dir helfen durch seinen Geist und durch seine Kraft, dass wir die Sachen gar nicht mehr machen wollen. Halleluja! Weil wir nämlich von der Liebe Gottes erfüllt sind, will er uns dabei helfen, dass wir das alles gar nicht mehr machen wollen, die schlechten Sachen, und nur noch auf Gott hören. Halleluja! Weil Gott dich liebt. Also das möchte ich dir empfehlen, dass du den Herrn Jesus Christus kennenlernst persönlich und auch seine Liebe annimmst. Gott liebt dich. Und viele von euch, auch von meinen YouTube-Zuschauern, kennen ja Jesus Christus schon persönlich. Und das ist einfach wunderbar. Der Herr Jesus Christus ist wunderbar. Und man kann ihn auch immer besser kennenlernen. Auch wenn man schon ein Kind Gottes ist und Jesus als Erlöser angenommen hat, kann man Jesus auch immer besser kennenlernen. Umso näher man zu ihm kommt und umso ihn anzubeten, auch im Geist und in der Wahrheit. Das ist einfach schön, Gott anzubeten im Geist, auch durch seinen Geist. Und Gott liebt dich. Halleluja. Also, ich wünsche euch alles Gute und Gottes Segen. Und bitte, probiert das aus mit Jesus. Halleluja. Und wie gesagt, Gott liebt euch und er ist gut. Halleluja. Ich wünsche euch alles Gute. Ich werde dann nochmal später wiederkommen nach Rostock wahrscheinlich und predigen, wenn es nicht regnet. Mal gucken. Aber wie gesagt, Gott liebt euch total. Ich wünsche euch alles Gute und Gottes Segen. Und ich möchte euch dazu ermutigen, das Wort Gottes zu lesen, die Bibel. Auch laut das Wort Gottes auszusprechen, was da steht. Es gibt, kann einem viel Kraft schenken. Das habe ich selber so erlebt. Ich werde nachher auch noch das Wort Gottes lesen. Und Jesus ist auch das Wort Gottes. Ja. Also probier das bitte aus mit Jesus. Und alles Gute wünsche ich dir. Und Gottes Segen. Ciao. Tschüssi.